Warum waren die Weasleys eigentlich so arm? Das und vieles mehr in diesem Video. Die Weasley-Familie war eine sehr große Familie. Sie lebten im Fuchsbau in einem großen Haus, welches zugegebenermaßen so aussah, als würde es gleich auseinanderbrechen, aber welches trotzdem ein Zuhause für eine große Familie war. Die Weasleys bestanden aus folgenden Komponenten. Da waren einmal Molly, die Mutter, dann Arthur, der Vater, dann gab es den ältesten Sohn Billy, dann Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Also eine ziemlich große Familie. Nun, eine so große Familie birgt natürlich viele Ausgaben und Kosten, die zu decken sind. In dem Fall der Weasleys gab es aber nur eine Person, die wirklich Geld nach Hause brachte, denn der Rest ging entweder zur Schule oder war eine Hausfrau. Arthur Weasley war im Ministerium angestellt, hatte aber keinerlei Ambitionen weiter aufzurücken in eine höhere Position. Und das zum Bedauern der Familie, ohne einigen Teilen der Familie. Denn Arthur Weasley hat nicht viel Geld nach Hause gebracht und dadurch konnten sich die Weasleys nicht den alltäglichen Standard leisten, dadurch, dass sie so viele Personen waren in diesem Haushalt. Molly Weasley war ohne Zweifel eine grandiose Hausfrau, die sich mit dem zufrieden gab, was sie hatte. Und das war auch in Ordnung für sie, dass Arthur Weasley keine Ambition dazu hatte, weiter aufzusteigen und mehr Geld zu verdienen, denn es war für sie gar nicht nötig. Arthurs fehlendes Selbstbewusstsein und Mollys Dankbarkeit für was sie hat, haben die Situation nicht gerade einfacher gemacht, sondern eher komplizierter. Auch wenn Molly eine starke Frau war, wollte und hatte sie nie die Intention dazu, ihren Mann dazu zu bringen, mehr Geld für die Familie zu verdienen. Sie war, wie gesagt, dankbar für das, was sie hatte. Seitdem Billy und Charlie in Hogwarts waren und in den nächsten 6 Jahren Fred, George und Percy folgten, konnten die Weasleys die teuren Uniformen und Bücher nicht mehr bezahlen, beziehungsweise keine neuen. Einem der Söhne gefiel das gar nicht, welcher Percy war, welcher auch später im Ministerium anfing zu arbeiten. Auch wenn die Weasleys nicht viel hatten, brauchten sie nicht viel. Sie waren auch ohne viel Geld eine glückliche Familie und das perfekte Beispiel dafür, dass du auch ohne viel Geld ein glückliches, erfülltes Leben führen kannst. Sie bekamen handgemachte Geschenke von ihrer Mutter und hatten nie einen leeren Bauch. Sie mussten nie Hunger leiden. Man merkt, dass Harry sich auch so eine treue Familie gewünscht hätte, denn jedes Mal, wenn er bei ihnen war, merkte man ihm die Freude an, die er hatte. Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder einen speziellen Videowunsch hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.